Transformers 4 steht in den Startlöchern, aber das ist ja gar nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Regisseur Michael Bay und Darsteller Mark Wahlberg. Nein, da gab es letztes Jahr noch einen Film, den ich bereits einmal erwähnt habe im Review von Snitch, weil es auch einer der 5 Filme ist, die The Rock vergangenes Jahr gemacht hat. Die Rede ist natürlich von Pain and Gain. Und was der Film zu bieten hat, das möchte ich mir heute im Review mit euch gemeinsam näher anschauen. Game beginnt mit dem glaubwürdigsten Training aller Zeiten. Wirklich, die einzige Möglichkeit, dass man sich selbst bei einem kleinen Fehler bei einem Sit-Up das Genick brechen kann. Wie Mark Wahlberg dort hochgekommen ist, ist natürlich eine andere Frage. Die Polizei taucht auf, Wahlberg läuft davon und die Szene ist in so extremer Zeitlupe gefilmt, dass die Szene, in der Grandpa Simpson eine Schildkröte, die sein Gebiss geklaut hat, verfolgt, wirkt wie ein Remake vom Roadrunner. Dann wird Mark Wahlberg von einem Auto angefahren und in der nächsten Aufnahme, wo er so zeitlupenmäßig über die Motorhaube fliegt, ist so offensichtlich, dass er irgendeinen Schutz unter dem Leiberl anhat. Danke, danke Michael Bay an der Stelle für diese extreme Zeitlupenaufnahme, ohne die uns diese Unzulänglichkeit des Films möglicherweise gar nicht aufgefallen ist. Wir hören einen langen Monolog von Mark Wahlberg als Fitnesstrainer, der meint, man kann die Art, wie einen Leute anschauen, so einfach ändern. Ja, zum Beispiel dreht man einen Film wie The Happening und alle Leute schauen einen so an. Ich meine, gut, wenn es jemanden gibt, der das perfekte Paradebeispiel dafür ist, wie man sein Leben umkrempeln kann, dann wahrscheinlich Good Guy Marky Mark, oder? Mark Wahlberg verschafft im Fitnesscenter zu einem starken Mitgliederanstieg, meint außerdem, dass er ganz schnell befördert wurde und dass, wenn man was bekommt, man auch was zurückgeben muss. Und im selben Satz regt er sich dann über seine Rechnungen auf. Klischees sind schon irgendwie was Tolles, aber wenn sie ansatzweise Sinn ergeben würden, würde das vielleicht helfen. Egal, in einer weiteren Erzählung erklärt uns Wahlberg, dass ihn seine Eltern gerne auf Urlaub mitgenommen haben, an Orte wie Paris und Frankreich. Ich kommentiere das am besten gar nicht. In der nächsten Szene ist Mark Wahlberg dann bei einem Seminar von Mr. Chow, um herauszufinden, ob er ein Doer oder ein Don'ter ist. Ich wage mal zu behaupten, Michael Bay ist ein Don'ter of Storytelling. Aber egal, irgendwie ist es fast schon herzig, wie Mark Wahlberg am Ende der Szene herumspringt und schreit. Das Einzige, was mir irgendwie fehlt, ist die Stimme über den Lautsprecher. Achtung, Achtung, der kleine Jean-Claude möchte aus dem Ballparadies abgeholt werden. Egal, Wahlberg trifft dann endlich in seinem Studio auf The Rock, der sich irgendwie ähnlich clever wie der Typ aus Job vor einem Einbruch ein Näschen Kokain reingezogen hat und dann im Gefängnis gelandet ist. Da gibt's dann eine Offscreen-Erzählung, dass er quasi jede Kreatur Gottes schützen möchte, weil er den Weg zu Gott gefunden hat. Und muss zugeben, die Erklärung würde irgendwie besser passen, wenn er währenddessen nicht 2 Leute brutal verprügelt mit den leichtesten Eisenscheiben aller Zeiten. In einem Club will Mackie dann The Rock Steroide andrehen und meint, die machen dich super awesome und stark. Oder tot. Kleiner Unterschied vielleicht. Der Plan übrigens, den die 3 jetzt miteinander gefasst haben, ist einfach. Wahlberg, Rock und Mackie wollen gemeinsam einen reichen Kerl entführen, ihn zu ein paar Unterschriften zwingen und ihn dann wieder gehen lassen und dadurch quasi auf sein ganzes Geld zurückgreifen können. Aber natürlich nicht, bevor wir auf ein bisschen peinlich pubertären Comic Relief zurückgegriffen haben, etwas unerträglichen Gesang hören mussten und viele andere Dinge, die ganz sicher notwendig waren, damit der Film garantiert nicht kürzer ist als 2 Stunden. Mark Wahlberg meint dann, ich schaue eine Menge Filme, ich weiß, was ich tue. Yeah, trust me, I know what I'm doing. Ein Spruch, der bei Sledgehammer auch wirklich nie ins Klo gegangen ist. Wir sehen eine Vorbereitungssequenz für diese Mission, die für mich so eine Mischung aus Ocean's 11, Shutter Island und Kick-Ass ist. Dann am nächsten Tag wollen sie Monk entführen, aber
Auf einem öffentlichen Parkplatz ist das möglicherweise nicht wahnsinnig intelligent, wo wahrscheinlich 20 Zeugen unterwegs sind, denen diese Turtles of Crack durchaus auffallen könnten. Trotzdem, trotz ihrem genialen Plan, kann übrigens Monk einfach weggehen. Sie springen aus dem Wagen, überfallen Monk, und er geht einfach weg und sie finden ihn nicht mehr. Großartig, dann können sie ihn allerdings doch noch gefangen nehmen. Er wird im Auto mit einem Taser gefoltert und nachdem sie ihn zu viel tasern, wird er ohnmächtig. Und an der Stelle fällt mir eines auf, ich habe in meinen Reviews zu Filmen wie The Lone Ranger und Die fantastische Welt von Oz gesagt, dass man einige Szenen schneiden müsste, damit die Filme wirklich unter 100 Minuten lang sind und dass das wahrscheinlich kein wahnsinnig leichtes Unterfangen ist. Bei Pain and Gain allerdings wäre es eine ganz leichte Sache. Man müsste nur auf die Slow-Mo-Aufnahmen verzichten und plötzlich wäre die Sache erledigt und der Film wahrscheinlich eine halbe Stunde kürzer, weil solche Sachen wie Gehen in Zeitlupe oder Tasern in Ultra-Zeitlupe, weil wir sind ja ultra cool. Gut, mittlerweile vielleicht schon ein bisschen müde und mäßig konzentriert, aber cool sind wir, ich weiß es nicht. Mittlerweile sind in dem Film übrigens bereits 35 Minuten vergangen, da ist in Percy Jackson 2 in der Zeit mehr passiert. Mark Wahlberg macht dann, nachdem sie Monk gefangen genommen und in irgendeiner Fabrikshalle, die irgendwie aussieht wie ein verlassenes Spielgelände von Baby Jigsaw, aussieht, egal, dort haben sie den gefangen. Und Mark Wahlberg macht den besten italienischen Akzent, den er kann. Das klingt irgendwie so wie Brad Pitt in Inglourious Basterds, ich weiß es nicht. Was ich intelligent finde übrigens, ist, dass nachdem Monk vorher meinte, dass Mark Wahlberg so ein ganz widerwärtiges Parfum hat, er sich so über ihn beugt, dass er das Teil auch nur unbedingt nicht überriechen kann. Egal, was mir trotzdem sehr gut gefällt, ist, wenn sie dann Monk weiterhin gefangen halten, gibt's einige Szenen, wo The Rock auf Monk aufpasst. Und die Szenen sind einfach nur genial, vor allem weil The Rock, ich mag The Rock als Schauspieler wahnsinnig gern, weil er einer der Wrestler und einer der Actionhelden ist, die meiner Meinung nach immer mit einem gewissen Augenzwinkern auf seine eigene Karriere, auf seine eigene Persönlichkeit schaut, der zwar quasi ein fleischgewordener Muskelberg ist, aber der trotzdem Humor hat und der trotzdem so offensichtlich Spaß an dem hat, was er tut und eine meiner persönlichen Lieblingsperformances von The Rock ist immer noch in dem wahrscheinlich ansonsten eher mäßigen Gangsterfilm Be Cool, wo er quasi einen werdenden Country-Sänger spielt, dessen größte Qualität es ist, dass er eine Augenbraue anheben kann und wo es im Bonusmaterial der DVD so ein großartiges Musikvideo mit The Rock gibt, bei dem ich mich nach wie vor abhauen kann. Und meiner Meinung nach ist seine Performance in Pain and Gain fast schon gleichwertig, fast schon wirklich extrem unterhaltsam. Genauso unterhaltsam ist natürlich auch Mark Wahlberg, der allerdings eher so im The Happening-Sinn. Ich meine, natürlich ist er in dem Film wesentlich besser als dort. Immerhin ist Michael Bay auch ein ansatzweise talentierter Regisseur, aber wirklich gut ist er trotzdem nicht. Monk weigert sich übrigens, die Verträge zu unterschreiben, 3 Wochen lang, wobei ich mich irgendwie fragen muss, ob Unterschriften, die unter Zwang getätigt werden, rechtlich nicht sowieso irgendwie hinfällig werden. Aber egal, warum Monk niemandem abgeht, ist natürlich auch eine andere Frage. Ich meine, gut, seiner Frau hat er gesagt, sie soll die Polizei nicht verständigen, aber sonst Arbeit, Kollegen, Freunde, ich weiß es nicht. Wahlberg bekommt dann letztendlich die Unterschrift, die er haben wollte, geht dann mit einem Zettel zur Bank, blitzt dort allerdings ab, weil der Kerl meint, Monk und er müssen die Papiere quasi vor ihm oder vor einem Notar unterschreiben. Wahlberg meint, ach, das geht nicht, weil Monk ist in Europa Elefanten retten. Kurzen Moment. Nein, nein, keine Elefanten weit und breit vor meinem Fenster. Ich weiß es nicht, vielleicht checkt ihr auch bei euch noch, ob irgendwo mitten in Europa Elefanten herumrennen. Oder aber wir machen einfach gemeinsam für eine Minute lang das. Elefanten! Aber zum Glück ist der Typ in der Bank so doof wie der Film, dass ihm das irgendwie gar nicht auffällt. Egal, wir haben jetzt die 50. Filmminute. Mark Wahlberg hat übrigens herausgefunden, dass der Chef von dem Fitnesscenter, in dem er arbeitet, auch gleichzeitig ein Notar ist. Ha! Convenience! Und er bekommt den notwendigen Stempel und damit auch das Geld. Der trockene The Rock
hat dann in der nächsten Szene den Auftrag, den trockenen Monk abzufüllen und das beste Getränk dafür ist offensichtlich Baileys. Sie übergießen ihn nachher mit Alkohol, inszenieren einen Unfall, aber weil Maggie dran gedacht hat, Monk anzuschnallen, überlebt er das. Sie müssen nachher das ganze Auto mit Benzin übergießen, woher sie natürlich den komplett vollen Benzinkanister her haben, ist eine andere Sache. Dann gehen sie in Reservoir Dogs-artiger Zeitlupe davon. Monk überlebt natürlich auch diese Explosion, steigt aus dem Auto, wird überfahren. Zweimal, aber weil sein Kopf genau zwischen dem Gehsteig und einem Stück Beton liegt, überlebt er das Ganze. Langsam erinnert mich der Film ein bisschen an Immer Ärger mit Bernie. Dagegen war ja sogar der Mord in der zerrissene Vorhang ein Kinderspiel. Wahlberg meint dann irgendwie zu seinen Kollegen, we're so much better when we wing it. Ja, I'll wing it. Das ist, glaube ich, auch dasselbe, was Michael Bay auf der CES in Las Vegas gesagt hat und irgendwie, glaube ich, auch das Einzige, was er dort rausgebracht hat. Egal, Monk checkt in der Zwischenzeit wieder aus dem Spital aus und heuert den Privatdetektiv Ed Harris an, der nach über einer Stunde Film seinen ersten Auftritt hat. In der Zwischenzeit ist Mark Wahlberg bereits in Monks Haus eingezogen und die ganze Gang offensichtlich stinkreich, weil sie ja zu dritt scheinbar $500,000 besitzen. Huhu! Wahlberg ist relativ unauffällig, errichtet einen Basketballkorb vor seinem Haus, coacht alle Kinder der Nachbarschaft, und zwar so, dass man sagen muss, wow, Major Payne war ein netter Kerl im Vergleich. Sie gründen gemeinsam eine Nachbarschaftswache und Rock ist mittlerweile wieder voll auf Koks, aber das sind genau die Szenen, wo The Rock absolut großartig ist in Pain and Gain. Die Szenen, wo er auf Drogen ist, sind echt durch seine witzige, übertriebene Mimik, vor allem wie sehr er sich und sein Charakter sich im Vergleich zum Anfang des Films verändert haben, ist großartig und ich bleibe dabei, The Rock ist der coolste und beste Schauspieler in dem ganzen Film. Ed Harris hat natürlich diese ganze Crew binnen Minuten gefunden, warum sie nicht einfach mit Monks Geschichte und diesen offensichtlich ungültigen Verträgen zu Gericht gehen, ist eine andere Sache, das muss sich doch irgendwie klären lassen, oder? Aber vielleicht nicht nach amerikanischem Recht, ich weiß es nicht. In der 75. Minute sagt jetzt Ed Harris endgültig, ja, ich nehme die Arbeit auf, ich nehme diese Leute auseinander. The Rock ist mittlerweile wegen seiner Drogensucht am Boden, überfällt irgendeinen Geldtransporter, indem er auf einen Kerl mit einem Golfschläger einprügelt. Zum Glück gehen ja Geldtransporter grundsätzlich alleine auf die Straße. Seine Kollegen kommen dann erst nachher und schießen Rock nach auf der offenen Straße mit massig Zivilisten drumherum. Schießen sie ihm nach, zerstören dabei einen Geldsack, der mit Münzen gefüllt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine gute Idee war, Münzen von einem Geldtransporter zu klauen, aber egal, den zweiten Geldsack, den er dann hat, spritzt The Rock offensichtlich irgendeine Art Turtle Serum, The Secret of the Ooze, ins Gesicht, ist damit auch irgendwie unbrauchbar, muss zugeben. Aber dass Rocks Plan bei seiner Drogensucht nicht ganz wasserdicht ist, kann man auch irgendwie nachvollziehen. Trotzdem zweifle ich an der Szene, wo The Rock von einer Brücke springt und in die Geldtransporter auf, von der Brücke nachschießen. Ins Wasser. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das wirklich dürfen. Monk setzt dann Wahlbergs Chef, diesen unfreiwilligen Fitnesscenter-Notar, unter Druck, weil er verständlicherweise sein Geld zurückhaben möchte. Rock und Maggie wollen in der Zwischenzeit einen zweiten Job, weil sie das ganze Geld schon verprasst haben. Ja, $500,000 durch drei ist dann doch nicht ganz so viel, wie sie vielleicht anfangsweise gedacht haben. Wahlberg geht zu Monks Motel, dort gibt es einen coolen Auftritt, wo The Rock einen Baseballschläger in der Hand hat und seine Performance wirklich nur ganz leicht sich unterscheidet von David Caruso in Kiss of Death. Und sie finden dann in dem Motel das Führerscheinfoto von Ed Harris gescannt. Warum? Obwohl der nie dort gewohnt hat, ist eine andere Sache. Egal. Wahlbergs Gruppe hat einen neuen Abzockplan für einen Kerl, den The Rock mal in irgendeinem Club gesehen hat. Deswegen präsentieren sie dem etwas mit einem Dia-Projektor, wo upsidaisy ein Foto von Maggies Freundin dazwischen gerutscht ist. Kurze Sache. Laptop, PowerPoint, Beamer, sonst irgendwas vielleicht. Dia-Projektoren sind möglicherweise nicht besonders modern, vor allem wenn man nicht einmal kontrolliert, welche Fotos man scheinbar auf Dias entwickeln kann. Ich könnte fragen, ob man überhaupt aktuell noch Fotos auf Dias entwickeln kann, aber gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Investition für die Zukunft nicht bei jemandem tätigen würde, der bei mir mit einem Dia-Projektor und einem dazwischen gerutschten Urlaubsfoto von seiner Freundin antanzen würde. Aber egal,
Der Geschäftsmann denkt da scheinbar ähnlich wie ich, hält Wahlberg für einen Amateur, der wird deswegen natürlich wütend und es kommt während dieser Hulkberg-Smash-Szene zu einem tragischen Unfall, wo der Kerl quasi hinfällt und in eines dieser schweren Styropor-Eisengewichte auf die Melone fällt und der damit tot ist. Es kommen natürlich The Rock und Mackie rein, Wahlberg erzählt aufgebracht diese Geschichte und das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam dabei zuzuschauen. Sie finden relativ schnell irgendein Pferdeberuhigungsmittel. Warum das im Haus ist, ist eine andere Frage. Um natürlich die Frau von diesem Geschäftsmann zu beruhigen. Wahlberg und The Rock fahren dann zu dem Haus von diesem Geschäftsmann, um dort den Safe auszuräumen. Natürlich ziehen sie sich das blutige Shirt nicht aus dazu. Das könnte ja auch überhaupt nicht irgendjemandem auf der Straße auffallen, aber egal. Nachdem die Kombination falsch ist, rufen sie bei Mackie an, meinen, der sollte die Frau fragen, aber die hat leider wegen einer Überdosis Betäubungsmittel ebenfalls bereits ins Gras gebissen. Es gibt übrigens in Pain and Gain sogar eine Szene, wo Mark Wahlberg am Telefon sagt, "What? No!" Kein Scherz. Wenn das ein bewusster Gag ist, entweder von Michael Bay oder von Mark Wahlberg, you guys rock. And The Rock rocks too. Egal, The Rock verfüttert übrigens seinen Zeh, den ihm die Geldtransporter-Leute von der Brücke abgeschossen haben, mittlerweile an einen Hund, weil braucht er vielleicht eh nicht mehr, ist eh schon kaputt, der Hund hat Hunger und die Polizei braucht sicher irgendwelche DNA-Beweisspuren. Der Hund wird natürlich gefunden, dadurch dann die Polizei eingeschaltet und Maggies Freundin erschrickt, als sie nach Hause kommt, weil diese ganzen Blutspuren und fehlenden Teppichstücke am Boden dann doch ein klitzekleines bisschen verdächtig ausschauen. Wahlberg und Maggie kaufen in einem Baumarkt einfach alles, um eine Leiche zu beseitigen, inklusive einer Kettensäge. Nicht, dass das ansatzweise auch irgendwie verdächtig sein könnte. Es kommt dann eine Szene, wo sie die Leichen zerlegen wollen und die Kettensäge nicht funktioniert und Mark Wahlberg dann deswegen eine Axt nimmt, die wirklich so übertrieben ist, dass sie schon fast peinlich wirkt, vor allem, weil sie nachher in das Geschäft gehen und die Kettensäge umtauschen gehen wollen, obwohl nach wie vor verkantete Haare von der Leiche in der Kettensäge drinnen sind, während The Rock die zerteilten Körperteile von den Leichen grillt. Auf einem Grill. Auf der offenen Straße. Und als dann Wahlberg kommt, er sagt, hat's dich? Weil ja, drinnen war der Rauch so stark und hinters Haus habe ich aus Insert Reason hier auch nicht gehen können. Ach ja, vor allem wenn er eine Hand auf diesen Grill legt, er kennt das natürlich auch im Vorbeigehen. Niemand, egal, zum Schluss wird dann die komplette Truppe verhaftet. Mackie steht mit einem Handtuch um die Hüfte unter der Dusche. Machen wir das nicht alle. Wahlberg kann entkommen, kann allerdings auf Monks Boot flüchten und weiß allerdings natürlich, dass Monk irgendwo einen geheimen Vorrat hat, aber in welcher Bank und so weiter, das weiß er auch aus, habe ich schon erwähnt, Insert Reason here. Die Polizei kommt, Wahlberg kann dann eben flüchten, aber weil Ed Harris trotz anwesender Zivilisten ebenfalls durch die Menge auf ihn ballert, hat er einen weiteren Autounfall, landet kurz am Set von Stuck und wird verhaftet und am Set der nächsten Law and Order-Episode vor Gericht verfrachtet. Dort wird die Szene auch relativ kurz und mehr oder weniger auf Comic Relief gespielt, aber ist ein ziemlich cooler Abschluss für den Film, inklusive, und jetzt kommt's, echter Bilder der echten Leute, weil Pain and Gain offensichtlich auf einer wahren Geschichte basiert. Und wie üblich bei Filmen, die auf wahren Geschichten basiert, alles, was ich gesagt habe, bezieht sich nur auf den Film und nicht auf die wahren Leute im Hintergrund, weil ich nicht so genau weiß, was alles wahr ist. Aber kann es tatsächlich sein, dass es wirklich eine wahre Geschichte gibt, wo das passiert, wo sie eine Kettensäge mit Blutspuren umtauschen wollten, während jemand anderer auf der Straße voll High Körperteile grillt? Wenn ja, worst crime ever, aber egal, für einen Film trotzdem eine durchaus irgendwie unterhaltsame und wenn auch vielleicht etwas unfreiwillig komische Handlung.
Michael Bay's Pain and Gain ist in meinen Augen ein eindeutig zweischneidiges Schwert. Der Film hat positive, aber auch negative Aspekte. Positiv hervorzuheben ist beispielsweise die wirklich großartige und unterhaltsame schauspielerische Leistung von The Rock, die den Film wie ähnlich bei Be Cool alleine schon fast tragen kann. Mark Wahlberg ist auf vielleicht etwas mehr unfreiwillige The Happening Art und Weise komisch. Ed Harris, Tony Shalhoub sind ebenfalls großartig und alleine durch diese absolut unglaublich unfassliche Handlung, die unglaubliche Dummheit, mit der die drei Hauptdarsteller teilweise ans Werk gehen, gepaart mit der Tatsache, dass der Film angeblich auf einer wahren Geschichte basiert, machen ihn wirklich sehenswert. Die negativen Aspekte des Films sind allerdings, finde ich, extrem gravierend. So legt der Film, finde ich, eine wirklich zweifelhafte Einstellung gegenüber Religionen und ganz besonders Frauen an den Tag. Wir haben Klo-Witze und primitive Peinlichkeiten wie aus der Fanfiction-Feder eines 13-Jährigen. Das Ganze wirkt wie eine Michael Bay-Version von einem Tarantino-Film, wo man sich gerade eben bei dem zweifelhaften Frauenbild in dem Film echt denken muss, das hat ein Hollywood-Produzent gesehen und ja gesagt, weil ich meine, primitiv und peinlich sind, finde ich, teilweise schon fast untertriebene Begriffe dafür. Außerdem haben so gut wie alle Szenen in dem Film einen Offscreen-Erzähler und ich frage mich teilweise, ob ich Pain and Gain the Movie oder das Hörspiel schaue, aber wenn wir jetzt das auf der einen Seite und das auf der anderen Seite sehen, glaube ich, kann jeder jetzt für sich selbst entscheiden, ob Pain and Gain ein Film ist, den er sich anschauen möchte. Ich kann auf jeden Fall sagen, auch wenn sich der Film viel leistet und eigentlich in dieser Art und Weise im 21. Jahrhundert nichts zu suchen hat, ist es trotzdem The Rock's Performance, die den Film irgendwie rettet und dann doch zumindest als alles überschattendes positives Element zurückbleibt.